Lewis Hamilton hat in der Formel-1-Saison 2018 seinen 5. Titel geholt und sich gegen Sebastian Vettel im Ferrari durchgesetzt. Der Brite überzeugte mit seiner Konstanz, nutzte aber auch einige Fehler des Deutschen aus. In der zweiten Saisonhälfte begann Ferrari anzuschwächeln, weshalb es für Hamilton nicht schwierig war, den Titel in Mexiko dingfest zu machen. Niki Lauda erwarte im Jahr 2019 wieder einen Kampf zwischen den beiden über Vettel, sagt die Formel-1-Legende gegenüber Gazzetta dello Sport. Er hatte einige Momente, die ihn sicher entmutigt haben, aber es wäre absurd, ihn in Frage zu stellen. Er wird sich davon erholen. Ein Champion weiß, wie er zu fahren hat. Lauda erwartet, dass Vettel, stärker als jemals zuvor, zurückkommen und Hamilton in der kommenden Saison herausfordern wird. Damit stünde einer Revanche zwischen den beiden Spitzenfahrer der Königsklasse nichts im Wege. In der Saison 2018 hat sich Vettel trotz der Fehler den 2. Platz in der Gesamtwertung vor seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen gesichert. Max Verstappen und Valtteri Bottas komplettierten die Top 5. Auf Hamilton fehlten Vettel letztendlich ganze 88 Punkte. Als Wendepunkt gilt der Grand Prix von Deutschland, in dem Vettel in Führung liegend bei Regen im Motodrom in die Mauer gekracht war, Hamilton staubte ab. Im kommenden Jahr erhält Vettel einen neuen Teamkollegen. Youngster Charles Leclerc hat sich bei Sauber für das Cockpit im Formel-1-Top-Team angeboten und wurde von den Italienern verpflichtet. Vettel muss sich in der Saison 2019 also gegen einen jungen, hungrigen Jungspund durchsetzen, der sich unbedingt bei Ferrari beweisen will. Räikkönen wird hingegen für Sauber starten. Das Team erhofft sich, mit seiner Erfahrung den nächsten Schritt in Richtung Mittelfeld zu machen.